Wir sind bei den finalen Proben der Oper »Es liegt in der Luft« am Schiller-Theater in Berlin. Die kommende Aufführung ist der Höhepunkt des Projektes »Kinderopernhaus Lichtenberg«. Daniel Barenboim sagt Bildung durch Musik. Und das ist auch der Ansatz des Kinderopernhauses. Kinder durch Musik, Oper, Themen der Oper zu bilden und zu fördern. Fast ein Jahr haben sich die 50 Kinder in einem Jugendzentrum der Caritas auf ihre Rollen vorbereitet, das Stück mitentwickelt. Seit August wird jetzt in der Staatsoper im Schiller-Theater mit den Profis geprobt. Nicht auf der Haupt-, sondern auf der Werkstattbühne. Ich dachte nur, wir machen es auf einer größeren Bühne, aber mit der bin ich auch schon vollkommen zufrieden. Die Staatsoper ist der professionelle Partner des Caritas-Projektes. Neben der Bühne unterstützt die Staatsoper mit den Solisten, sorgt für die Bühnentechnik, die Choreografie, das Orchester und natürlich die Regie. Die übernimmt Annika Haller. Ja, wir raufen uns die Haare, managen es eigentlich, dass wir uns alle gut kennen und dass wir inzwischen wissen, es braucht Zeiten von Konzentration und dazwischen muss man laufen lassen. Wenn mal Chaos ist, Chaos laufen lassen. Aus dem Chaos ein bühnenreifes Stück zu machen, das ist die Kunst hier. Die einzigartige Kombination aus Sprache, Gesang und Schauspiel einer Oper bringt auf der Bühne ganz neue Facetten der Kinder zutage. Plötzlich ist ein Kind, was ganz extrovertiert draußen auf dem Hof laut schreien kann, kommt plötzlich in eine fast Schüchternheit oder in dieser Intimität, plötzlich an eine neue Dimension mit Sprache zu merken, oh, jetzt soll ich etwas ausprobieren und ich kann es gar nicht. Aber man kann es lernen. Es braucht nur die richtigen Leute. Clique! Rob ist jetzt unser Kontrolleur hier. Rob ist Rainer O. Brinkmann, der Leiter der jungen Staatsoper. Sprache sprechen lernen. Das übt er mit den Kindern. Das weiß ich. Aber wo? Das weiß ich. Wenn du diese Antwort kriegst in der Kurzwarenabteilung, da bist du ja ein bisschen genervt, oder? Weil sie dann merken, dass sie mit feinen sprachlichen Äußerungen eben auch Feinheiten in der Kommunikation erreichen können. Das ist schon anstrengend, mal so zu sprechen und mal so. Aber es ist halt im Theater so. Und es zeigt Auswirkungen im echten Leben. Dass ich mich besser mit Leuten verstehe, dass ich auch schneller Freunde finden kann als früher. Wer bei uns in der Oper war, der weiß, wie er sich zu präsentieren hat. Und ich glaube, er wird nie mehr mit gesenktem Kopf und gebückter Haltung zu einem Vorstellungsgespräch später gehen. Beim Kinderopernhaus Lichtenberg wird die Bühne zum Sprungbrett ins Leben. Auf eine einzigartig spielerische Art.